Ja, gleich im Anschluss den dritten Teil, bei mir allerdings schon der nächste Tag, deswegen dieser Hemdwechsel. Generell möchte ich zu den IT-Berufen sagen, eine Kernkompetenz, aus meiner Sicht generell die Kernkompetenz der Zukunft, lebenslanges Lernen. Gilt natürlich für IT-Berufe ganz im Speziellen. Ja, es gibt sicherlich andere Berufszweige, da muss man nicht so stark sich kontinuierlich weiterbilden, aber für die IT-Berufe kann man das im Allgemeinen durchaus sagen. Und da ist jetzt eben auch wichtig, dass man beim Studium dieses Mindset und diese Werkzeuge mit an die Hand bekommen hat, um sich kontinuierlich wieder Wissen anzueignen. Wenn euch das nicht liegt, ja, dann seid ihr wahrscheinlich eher falsch in diesem Beruf. Und darum seht ihr jetzt auch, warum es so wichtig ist, diese Berufung an den Anfang der Berufswahl zu stellen. Weil wenn ihr jetzt abends, sagen wir mal, um 18 Uhr noch auf eine IT-Konferenz gehen, euch da 3 Stunden zu einem Thema berieseln lasst, was euch überhaupt nicht interessiert, dann werdet ihr nach den 3 Stunden auch nicht sonderlich viel mit rausgenommen haben. Und dann ist die Frage, wie ergiebig das Ganze noch ist, ja, wenn man da immer nur mit beisitzt und man soll eigentlich wieder was Neues lernen oder man muss eigentlich wieder was Neues lernen und dann liegt einem das nicht. Und man ist ohnehin eher ein Gewohnheitstier, dann macht das wahrscheinlich alles gar keinen Sinn. Und deshalb entscheidet euch für das, was euch interessiert. Ja, das macht euch das ganze Leben wesentlich einfacher, wenn es möglich ist, natürlich. Generell zu den Tätigkeitsfeldern, das ist jetzt schwierig, eine pauschale Aussage zu treffen, weil es davon abhängig ist, in welcher Firma ihr landet, welchen Studiengang ihr gemacht habt, wie eure eigenen Präferenzen liegen. Man kann natürlich später immer nachjustieren und noch was draufsetzen im Sinne von dann eben eine Fortbildung machen. Also da könnt ihr natürlich später drauf einwirken. Aber durch die Wahl des Studiengangs und der Firma habt ihr da schon mal so einen gewissen Rahmen vorgegeben. Natürlich kann man dann auch später nochmal die Firma wechseln, kein Problem. Aber es prägt einem schon die ersten Jahre, ja, was man da macht, aus meiner Erfahrung jetzt einfach. Und jetzt will ich einfach mal ein paar Beispiele nennen für Berufe. Fangen wir mal mit dem Softwareentwickler an. Da arbeitet man eigentlich sehr eng mit der Fachabteilung zusammen. Ja, das kann man sich so vorstellen. Man kennt sich mit einem Thema eigentlich oder mit einem Prozess gar nicht so groß aus. Ja, so wird es in der Regel sein, weil man einfach nicht täglich mitarbeitet. Und dann trifft man sich mit 2, 3 Leuten von der Fachabteilung und die erklären einem, wie sie aktuell arbeiten, wo ihre Probleme sind, was sie eigentlich erreichen möchten. Oftmals kommt es eher so versteckt und man muss dann, ja, sagen wir mal, aktives Zuhören praktizieren, damit man da quasi so das Wesentliche raushört. Und dann ist man selber dafür verantwortlich, eine richtige Problemanalyse durchzuführen und sagen wir mal, elegante Lösungen zu entwickeln. Ich mache ein einfaches Beispiel. Ihr steht im Supermarkt an der Kasse und jetzt sagen wir mal, es wäre eure Aufgabe, ein Programm zu schreiben, was eben aus dem Einkaufswagen auf diese Rolltheke die Sachen möglichst optimal positioniert, damit es alles rund läuft. Ja. Und ich weiß nicht, ich mache das immer selber, dass ich das natürlich so ein bisschen die schweren und eckigen Sachen nach vorne, also rechteckig oder quadratisch, ne, nach vorne mache. Ja, die leichteren Sachen, die auch vielleicht leicht zerdrücken, kommen eher nach hinten. So, und dann hat man aber beispielsweise häufig noch das Problem, dass man ja eine Tüte braucht. Ja, da macht man die Tüte logischerweise an den Anfang, dass man von Anfang an quasi Sachen reinmachen kann. Und dann gibt es vielleicht noch Leergutbons, die kann man vielleicht hinten hin machen, ja, damit die nicht irgendwie wegfliegen oder so. Oder eben was drauf machen, damit sie nicht wegfliegen. Und dann kann man zwischenzeitlich mal noch Obst reinmachen, weil Obst muss gewogen werden und dann hat man wieder Zeit, um quasi die Tüte zu füllen. Ja? Und so analysiert man eigentlich solche Prozesse und steigt da sehr tief ein. Ja? Also wesentlich tiefer als die Fachabteilung. Man geht da sehr analytisch ran. Man beschäftigt sich immer mit solchen Randkonstellationen. Wo könnten Ausnahmen sein? Was passiert in ganz extremen Fällen? Also zum Beispiel, dass die Verkaufszahl für einen Artikel gleich 0 ist. Ja, oder ganz extrem hoch, 1 Million ist als Beispiel. Ja, mit solchen Themen beschäftigt man sich als Softwareentwickler. Und ganz nebenbei muss man dann logischerweise auch technisch auf dem aktuellen Stand bleiben. Was kann meine Programmiersprache? Was bietet mir meine Entwicklungswerkzeuge und so weiter und so fort? Das ist eigentlich etwas, was auch noch nebenher passieren muss. Also als Softwareentwickler ist man sehr, muss man in vielen Bereichen, ja, auf dem Stand bleiben und sich weiterentwickeln. Es werden auch immer wichtiger die Soft Skills, wie eben Kommunikation. Ich habe ja von diesem aktiven Zuhören gesprochen.
Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Beruf, wie ich finde, wo man auch immer wieder, ja, schöne neue Dinge lernen. Ich finde einfach neues Lernen auch generell spannend. Ja. Dann zur Abgrenzung, bei Softwareentwicklern gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche. Wir reden jetzt zum Beispiel von einem, der reinen Webentwicklung macht. Dann gibt es Mobile-Entwicklung für Mobilgeräte oder für Smart Home sogar. Inzwischen verknüpfen sich die Welten eigentlich sehr stark. Ja. Das heißt, man benutzt auch bei einer Mobile-App zum Beispiel Web-Services, ja, das heißt, man muss auch wieder die Web-Komponente programmieren. Das ist also nicht mehr so klassisch, dass man sagen kann, okay, eine ist nur Web-Entwicklung oder eine ist nur Mobile-Entwicklung. Natürlich wird man sich spezialisieren, aber je besser ihr da so quasi in allen Bereichen ein bisschen was wisst oder ein bisschen unterwegs seid, macht es euch auch einfacher, das Ganze umzusetzen, ja. Weil ihr einfach dann wisst, was überhaupt möglich ist. Oder jetzt als Beispiel für Desktop-Anwendungen zu programmieren. Da hat man auch ganz anderen Fokus. Bei Desktop-Anwendungen ist sehr wichtig die Architektur. Bei Web-Anwendungen ist jetzt schon die Sicherheit sicherlich ein zentraler Fokus. Ja, bei Desktop-Anwendungen, das hat man häufig im Firmennetz laufen. Da kann jetzt nicht ganz so viel passieren wie über eine Web-Anwendung, die von der ganzen Welt aus aufgerufen werden kann, wo auch stärker Angriffe drauf laufen. Als Webentwickler arbeitet man sehr stark auch mit Designern zusammen beispielsweise. Also da unterscheidet sich durchaus auch die Softwareentwickler. Ja, obwohl ein Beruf ist Softwareentwickler, ja, aber ob man jetzt Webentwicklung macht oder eben Desktop-Applikationen und so weiter und so fort, entscheidet sich. Oder ob ich im Server arbeite, da habe ich überhaupt nichts mit Oberflächen zu tun. Da ist dann Thema Performance und Skalierung und so weiter ein große Punkte. Ja. Als nächster Beruf Softwarearchitekt. Das kann man vergleichen mit einem Architekten, wenn man ein Haus baut. Ja, der Architekt wird nie selber jetzt Wände hochziehen oder Fenster einbauen, aber der koordiniert im Prinzip das Ganze und achtet darauf, dass am Schluss die Statik stimmt, dass im Prinzip das Ganze an sich funktioniert. Ja, also so typische Dinge, für die der Architekt verantwortlich ist, er wählt Technologien aus, die gewährleisten, dass das Produkt zum Beispiel, wenn die Anwenderzahl von ursprünglich, was weiß ich, 100 Anwendern auf plötzlich mehrere Millionen geht, dass das ganze Produkt immer noch performant ist, weil es einfach gut skaliert. Oder er beschäftigt sich damit, wie man es modular aufbaut, damit man einfach neue Sachen oder Änderungen umsetzen kann. Ja, also das ist jetzt so der Architekt, der schreibt weniger selber Code im Kleinen, sondern der ist eben so für das Große, für dieses Orchestrieren verantwortlich. Ja. Wobei es natürlich jetzt bei kleinen mittelständischen Firmen selten dediziert jeder Beruf einzeln besetzt ist, sondern dann ist man dann immer so das Mädchen für alles oder muss eben beides machen können. Dann den Projektmanager. Der selbst wird wahrscheinlich kaum Software entwickeln, gibt es auch, wie gesagt, in kleinen und mittleren Firmen. Aber eher weniger. Der hat dann quasi die Verantwortung, dass das Produkt, was da entwickelt wird, was die Softwareentwickler und die Architekten zusammen umsetzen, dass das auch das ist, was der Kunde gerne hätte. Ja, er muss Ressourcenplanung betreiben, er muss richtige Teams mischen, er muss sehr häufig so kommunizieren, jetzt eben mit abteilungsübergreifenden Anforderungen. Er muss Konfliktmanagement sehr gut beherrschen, er muss, ja, sagen wir mal, sich im Prinzip um alles kümmern, was anfällt und wo es jetzt nicht dediziert jemand für gibt, der dafür zuständig ist. Ja. Also der ist maßgeblich daran beteiligt, dass das Produkt erfolgreich wird. Mal in einen ganz anderen Bereich, jetzt wenn man eben wie ich Wirtschaftsinformatik studiert hat, dann kann man auch eher so ins Controlling beispielsweise gehen, wenn einem das eher liegt. Sprich, man schaut, dass die Kennzahlen stimmen und dass die Key Performance Indicator, also diese maßgeblichen Kennzahlen, damit man weiß, läuft die Firma rund und wenn die nicht stimmen, woran liegt das? Ja, sowas kann man machen. Also sprich, einfach kontinuierlich prüfen, läuft die Firma und frühzeitig erkennen, wenn man da eventuell in Sackgassen reinläuft. Ja. Man kann auch ins Change Management oder ins Knowledge Management gehen, also Änderungsmanagement, Wissensmanagement ist deshalb für ITler oftmals auch geeignet, weil die ein sehr strukturiertes Vorgehen haben, kreativ sind und innovativ sind. Ja. Und beim Change Management beispielsweise ist die Aufgabe, kontinuierlich die Prozesse, Abläufe, Produkte und so weiter den neuen Gegebenheiten anzupassen. Ja. Und die IT ohnehin eine sehr
schnell sich ändernde Branche ist, ja, fällt es IT-Lern ja leichter als jetzt, sagen wir mal, dem typischen, was weiß ich, Finanzexperten oder so, ja, oder dem typischen Verkäufer vielleicht, ja, die eigentlich immer eher täglich das Gleiche machen. Und deshalb sind eigentlich so ITler häufig auch geeignet zum Change Manager oder zum Knowledge Manager. Man hat natürlich sehr viel mit Wissen zu tun, mit vernetztem Wissen. Und deswegen ist das auch durchaus eine Option später. Führungspositionen, da muss man aber eine kleine Einschränkung machen. Also Führungspositionen sind natürlich auch durchaus denkbar, weil man eben dieses strukturierte analytische Vorgehen hat und sehr ja, zielfokussiert ist häufig. Da muss man aber die Einschränkung machen, dass dann auch die entsprechenden Soft Skills bei sein müssen. Nicht jeder ITler zum Beispiel kommuniziert gerne, hat so auch dieses Feingefühl und deswegen wird es nicht für jeden was sein. Und da zeigt sich auch wieder dieses Interdisziplinäre. Ja, man muss halt in ganz vielen Bereichen eigentlich sich reinarbeiten. Ich sehe das jetzt beispielsweise im Rahmen von meiner Geschäftsführertätigkeit. Da muss ich mich sehr viel mit Recht, also GmbH-Recht beispielsweise, auseinandersetzen. Und hätte ich früher nie gedacht, ja, man hat natürlich Recht in Rechtsvorlesungen in Wirtschaftsinformatik, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein großer Fokus gewesen wäre, ja. Und jetzt muss ich mich halt reinarbeiten. Da kommt natürlich dann wieder zugute dieses lebenslange Lernen, wenn man sich damit quasi grün mit ist. Ja. Gut, dann mal vielleicht zur Arbeitszeit. Also eine 40-Stunden-Woche kriegt man bestimmt hin. Aber geht es mal nicht fest davon aus, dass ihr immer eine 40-Stunden-Woche habt. Ja. Es ist einfach auch so, man fängt an, Dinge in seiner Freizeit zu machen oder sollte es eigentlich machen, um eben auf dem aktuellen Stand zu bleiben und mit, ja, sagen wir mal, den Konkurrenten Schritt halten zu können. Dass man statt jetzt, was weiß ich, in irgendeiner Modezeitschrift zu lesen, liest man dann halt mal in einer Fachzeitschrift. Ja. Das kann man jetzt aber ja nicht gleich als Arbeitszeit deklarieren. Ja. Also ja, die reine Arbeitszeit, 40 Stunden, sollte man auch ein bisschen darauf achten, dass es in die Richtung geht, einfach um sich selber zu schützen. Aber man hat einfach so dieses Weiterbilden und dieses kontinuierliche Entwickeln, das macht man häufig auch in der Freizeit, ja. Oder wenn man sich selber mal zu Hause was automatisiert, also wenn man was programmiert, dann schaut man sich vielleicht mal eine andere Programmiersprache oder eine andere Plattform an. Ja, und das kann man natürlich nicht immer gleich als Arbeitszeit sehen. Ja, ich nehme es persönlich auch gar nicht so wahr. Wenn jetzt natürlich einem der Beruf nicht liegt, dann wird es wieder eng. Dann sind wir wieder bei dem Thema Berufung. Gut, damit will ich mal diese Tätigkeitsfelder abschließen. Kommen wir zum Thema Sicherheit. Ich würde nicht pauschal sagen, dass alle IT-Berufe sicher sind. Auf keinen Fall. Ja. Es kommt sehr stark darauf an, ja, arbeitet man quasi viel händisch oder ist im Support, ja, dann kann das durchaus sein, dass es in den nächsten Jahren immer schwieriger wird, weil eben diese manuelle Arbeiten werden immer wieder versucht zu automatisieren. Ja. Man sieht es jetzt beim Fahren und die Robotik und die Künstliche Intelligenz, was die eben an Fortschritte machen. Im Umkehrschluss heißt es wiederum, diejenigen, die an solchen Systemen mitentwickeln, eben selbstfahrende Autos beispielsweise oder den Robotern, dass diejenigen, die daran mitentwickeln, einen sehr sicheren Job haben. Ja, weil diejenigen eigentlich die sind, die andere Jobs, sagen wir mal, auf kurze oder lange Sicht eben überflüssig machen, eventuell. Und pauschal würde ich sogar sagen, überall da, wo sehr interdisziplinär gearbeitet wird und viel automatisiert wird, das sind die Jobs, die sicher sind. Wo viel auch individuell ablaufen muss, ja, wo eben nicht das Automatisieren möglich ist, da kann man sich durchaus drauf einschießen. Aber überall da, wo ja händisch viel gemacht wird, was irgendwann halt automatisiert wird, also jetzt so ein typisches Beispiel ist IT-Support, auch teilweise die Administration, da wird es dann schon schwieriger in Zukunft. Man muss generell bei den IT-Lern sagen, sie haben Vorteile dadurch, dass sie eben remote arbeiten können. Und dass sie zeitlich flexibel arbeiten können, ja, jetzt im Vergleich zum Außendienstler, der halt wirklich zum Kunde muss und der dann halt, sagen wir mal, von 8 bis 17 Uhr dahin muss, ja, der ist weniger flexibel als ein ITler und der Außendienstler kann jetzt mit Sicherheit nicht mal schnell in Singapur was erledigen, ja. Als ITler kann man das eben remote machen und allein dadurch entschließt sich einem quasi die ganze Welt, ja, als möglicher Arbeitgeber. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil.
Damit will ich es auch bei Sicherheit belassen, kommen wir aufs Thema Gehälter. Hier ist auch wieder sehr unterschiedlich, je nach Tätigkeitsfeld. Da gilt natürlich auch Angebot- und Nachfrageregelung. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Der Support hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Auch die Administration, also sagen wir mal die einfache Administration, wenn wir jetzt natürlich in Bereiche reingehen mit Netzwerk- und Systemadministration, wo in großen Rechenzentren beispielsweise auch ist, wo sehr viel Spezial-Know-how gebraucht wird, wo auch jetzt sehr wieder interdisziplinär, zum Beispiel, weil man noch Hardware, Software, Systeme etc. etc. Ja. Aber generell so einfache administrative Tätigkeiten werden jetzt natürlich auch schlechter bezahlt. Der einfache Webentwickler, der jetzt wirklich nur die Standard-Webseite entwickeln kann, ja, da wären wir auch übrigens wieder bei etwas, was vielleicht künftig wegfällt, weil einfach die Baukastensysteme immer besser werden und dann braucht man für solche einfache Webseiten jetzt keinen Entwickler mehr. Ja. Anders sieht es aus, wenn man an die Webseite jetzt noch im Hintergrund Warenwirtschaftssysteme anbinden will, wenn man Mobilgeräte anbinden will, ja, da die Webentwickler haben auch erstens sind sicherheitlich Sicherheit für die Zukunft haben sie mehr und sie bekommen höhere Gehälter. Auch hier gilt wieder die generelle Aussage, interdisziplinär ist immer mehr gefragt. Sprich, der Softwareentwickler, der eben versteht, um welche geschäftlichen Prozesse er umsetzt, wie das Ganze zusammenspielt, der dann auch mitdenken kann, der der Fachabteilung wieder Feedback oder Input geben kann, im Sinne von, macht es doch vielleicht so, das ist für euch zweckdienlicher. Der sehr vernetzt denken kann, ja, der einfach sehr breit aufgestellt ist, der fährt da auch wieder besser, ja, und kann entsprechend höhere Gehälter rausziehen. Klar ist, Führungskräfte und Projektmanager werden mehr verdienen jetzt als vielleicht der Standard-Softwareentwickler und Software-Architekten werden wieder mehr verdienen als nur ein Softwareentwickler, einfach weil da noch mehr Know-how gebraucht wird. Durchschnittlich würde ich aber sagen, also das Durchschnittseinkommen über alle IT-Berufe weg ist in jedem Fall höher als das Durchschnittseinkommen aller Bundesbürger. Ja, das liegt, glaube ich, aktuell so bei 40.000 oder 45.000 brutto im Jahr. Da werden wir wahrscheinlich über alle IT-Berufe hinweg wesentlich mehr verdienen als jetzt der Durchschnittsbürger. Ja, ja, ich schaue gerade noch mal kurz auf die Agenda. Scheint alles drin zu sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde noch ein paar weiterführende Links auf meinen Blog posten, unter anderem eben auch mit dieser Robotik, wo wir da aktuell sind. Da kommen ganz spannende Zeiten auf uns zu, auch zum Thema Gehälter habe ich eine aktuelle Auswertung, die kommt auch mit in den Blog. Und ich habe mir noch überlegt, wenn es euch interessiert, kann ich auch mal ein Online-Interview mit mehreren IT-Lern führen, die jetzt unterschiedliche Hochschulen besucht haben, unterschiedliche Berufe ausüben und wo dann jeder quasi mal so ein bisschen davon was erzählen kann, wenn euch das interessiert, einfach mir in die Kommentare reinschreiben, Feedback geben und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, tschüss.